Servus Leute, willkommen bei Fitness TV. Mein Name ist Raphael und heute stelle ich euch mal wieder das Lebensmittel der Woche vor. Diesmal geht es um dieses haarige Wookie-Ei hier. Nein, nicht wirklich, es geht natürlich um die Kokosnuss. Ich erzähle euch, warum die Nuss aus dem pazifischen Raum so gesund für uns ist, was sie für Inhaltsstoffe hat und warum sie uns beim Abnehmen hilft. Los geht's! Fangen wir an mit den Inhaltsstoffen einer Kokosnuss. Eine 100 Gramm schwere Kokosnuss enthält ca. 350 Kalorien. Das ist ein ziemlich hoher Wert. Das liegt daran, dass die Kokosnuss einen ziemlich hohen Fettanteil hat, von ca. 35 Gramm auf 100 Gramm gesehen. Aber nicht nur Fett ist in der Kokosnuss enthalten, natürlich auch Wasser mit ca. 45 bis 50 Gramm. Aber nicht nur diese beiden Stoffe sind in der Kokosnuss enthalten, natürlich auch Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe. Um die wichtigsten Mineralstoffe zu nennen, Magnesium, Calcium und Kalium. Vitamine sind in hohen Mengen Vitamin B und Vitamin E enthalten, Vitamin C auch ein wenig, aber da in nicht so hohen Mengen, wie es bei anderen Früchten bzw. Nüssen der Fall ist. Ja, die Protein- und Kohlenhydratwerte in der Nuss sind auch relativ überschaubar, mit jeweils 4 Gramm sind sie sehr gering und so eine Kokosnuss ist nicht unbedingt eine ideale Proteinquelle. An Ballaststoffen haben wir ca. 9 bis 10 Gramm auf 100 Gramm gesehen. Und noch anzumerken ist, dass so eine Kokosnuss einen ziemlich hohen Anteil an dem Spurenelement Selen hat. Also wer einen Selenmangel hat, sollte zur Kokosnuss greifen. Warum ist die Kokosnuss so gesund für uns, obwohl sie so einen hohen Fettanteil hat, so einen hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren? Denn normalerweise heißt es ja immer, man sollte eher zu den ungesättigten Fettsäuren greifen, also zum Lein bzw. Olivenöl, das einfach viel gesünder ist für den menschlichen Körper. Gesättigten Fettsäuren sagt man nach, dass sie das Gefäßsystem verstopfen, uns krank machen, das Schlaganfallrisiko erhöhen, das Herzinfarktrisiko erhöhen und. Aber man hat festgestellt, dass die Menschen aus dem pazifischen Raum, die hauptsächlich mit dem Kokosnussöl ihre Lebensmittel zubereiten, bei denen das Risiko viel geringer ist, an Herzinfarkten zu erkranken, beziehungsweise das Schlaganfallrisiko viel geringer ist als bei zum Beispiel Europäern. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die gesättigten Fettsäuren in der Kokosnuss ganz, ganz besondere gesättigte Fettsäuren sind. Es sind die mittelkettigen Triglyceride, auch MCT abgekürzt. Und da ist der Hauptbestandteil in der Kokosnuss die Laurinsäure. Und diese hat positive Eigenschaften auf den menschlichen Körper. Welche positiven Eigenschaften haben jetzt diese mittelkettigen Triglyceride, also die gesättigten Fettsäuren aus der Kokosnuss auf den menschlichen Körper? Als erstes ist zu nennen, dass die Leber ziemlich von diesen profitiert. Denn der Wert des schlechten Cholesterins wird gesenkt. Aber nicht nur das, auch die Leber wird vor Giftstoffen und freien Radikalen geschützt. Bei regelmäßigem Konsum von Kokosnussfleisch und Kokosnussöl hat man auch festgestellt, dass chronische Infektionen gemindert werden, sich die Leistungsfähigkeit erhöht, das Immunsystem gestärkt wird, sowie die Selbstheilungskräfte des eigenen Körpers verbessert werden. Wie hilft uns nun die Kokosnuss beim Abnehmen? Ganz einfach, die gesättigten Fettsäuren der Kokosnuss, diese kann der Körper viel besser verdauen, schneller verdauen. Er führt sie direkt zur Leber durch, wo sie als Energielieferant zur Stelle sind, sprich sofort in Energie umgewandelt werden und nicht irgendwo in Form von Fettpolstern abgespeichert werden. Außerdem ist es so, dass das Kokosnussfett den Fettstoffwechsel ankurbelt. Aber nicht nur das, ein regelmäßiger Konsum von Kokosnussfett bzw. Kokosnüssen verbessert auch die Insulinresistenz und verbessert natürlich auch die Insulinproduktion der Bauchspeicheldrüse. Also das ist natürlich sehr, sehr interessant für alle Diabetiker da draußen. Die Kokosnuss ist schon was Besonderes. Obwohl sie so einen hohen Kalorienwert hat, hilft sie uns wirklich beim Abnehmen und ich kann euch nur empfehlen, jegliche Kokosnussprodukte, also Lebensmittel zu konsumieren, sei es jetzt Kokosnussöl, Kokosnusswasser, Kokosnussmilch und, ist wirklich ein super Nahrungsmittel und nicht ohne Grund Hauptnahrungsmittel im pazifischen Raum. Ich kann euch natürlich auch empfehlen, mal so eine normale, also klassische Kokosnuss hier zu konsumieren. Kostet im Supermarkt 1 Euro bis 1,50 Euro und das Ding mal zu knacken, denn so eine Kokosnuss, die riecht und schmeckt ganz anders, wie man denkt. Denn normalerweise hat man ja immer diesen typischen Kokosnussgeruch, Kokosnussgeschmack im Kopf, den man von Shampoo oder Parfüm oder sowas kennt. Aber so eine Kokosnuss, so eine richtige hier, die riecht und schmeckt ganz, ganz anders. Also macht da auf jeden Fall mal die Erfahrung, holt euch mal eine Kokosnuss, knackt das Ding und probiert mal das Fleisch, vorher natürlich das Wasser der Kokosnuss abzapfen, damit ihr euch nicht dreckig macht. Und probiert mal so eine Kokosnuss, kann ich nur empfehlen. Ansonsten würde ich jetzt gerne von euch wissen, wie steht ihr überhaupt zu Kokosnüssen? Mögt ihr diese, mögt ihr die nicht? Wenn ja, wie konsumiert ihr sie? Macht ihr Kokosnussstreusel in eurem Proteinshake oder aber in euren Müsli? Oder esst ihr einfach gerne mal so eine Kokosnuss? Wann habt ihr das letzte Mal eine Kokosnuss gegessen? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, würde mich brennend interessieren. Natürlich auch, wenn ihr nicht so auf Kokosnüsse steht. Und dann natürlich der Aufruf, was soll ich nächste Woche für ein Lebensmittel vorstellen? Schreibt mir
euren Vorschlag als Kommentar unter das Video. Ich picke mir dann wieder nächste Woche ein Lebensmittel raus. Kann auch was Ungesundes sein, Leute. Und werde das für euch analysieren. Ansonsten besucht uns auch auf Facebook unter www.facebook.com/infitnesstv. Dort ein Like da lassen und immer mit neuesten Informationen versorgt werden. Das war's jetzt. Ich lasse mir das Ding jetzt schmecken. Muss es nur vorher knacken. Vielleicht geht's mit der Hohlbirne. Mal schauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.